Hallo, herzlich willkommen bei Heute auf der Couch. Im Studio hätte ich heute einmal Han, der ist immer solo. Und nebendran Bad Harry. Vorstellen oder ein kleines Review dazu machen möchte ich zu dem Set von Megakonstrukt. Oh, man blendet es. Ja, so ist gut. Battlecat vs. Rotom. Keine Ahnung, warum es nicht Merman vs. He-Man heißt oder so, aber anscheinend bekämpft sich dieses schöne Teil hier mit dieser wunderbaren Katze. Ganz kurz zur Anleitung. Müssen wir schnell was machen. Besser. Also beschrieben ist alles super. Die Männchen wurden bei mir komplett zusammengebaut, schon in der Verpackung gelegen. Genauso Gringer bzw. Battlecat. Das Einzige, was ich machen musste, war die Rüstung anziehen. Wie man es sieht, habe ich aber auch schon im Aufbauvideo kurz erklärt. Das ist jetzt nicht besonders Lego-like, sondern es ist auch ein bisschen mehr Druck dahinter, also hier werden mehr Schritte mit am Schlag gemacht, nicht nur ein Teil, sondern da kommen dann doch mal, jetzt sieht man da nochmal 1, 1, 2, 2, aber es ist eigentlich alles schön erklärt, auch wunderbar durch diesen Punkten hier zum Beispiel, gelben Punkte, wo das Teil hin muss, beziehungsweise wenn man zwei Teile hat, wie hier unten, gelb und blau getrennt. Man kann es eigentlich gar nicht verkehrt machen. Also hinten drin ist eine Teileliste, die mir jetzt so nichts weiter sagt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, ob man bei Megakonstrukt Sachen einzeln bestellen kann. Hier üben dann auch einmal die Figuren, die Räder. Was ich jetzt wegen schade fand, war, dass die Namen nicht dabei standen. Ich muss das im Internet nachgoogeln, dass der Typ Mähmann hast und nicht Lurche, Lurche aus Lurzingen. Prinzipiell sind die Figuren, also wie man sieht, werden die mit so einer schönen Platte, Rauschkugel, mit so einer Platte geliefert, hat einen Angusspunkt und kann man sehen, nein, kann man nicht. Da auf diesen Noppen, da und da. Steht was drauf. Und zwar mega. Die Platten selber, die haben ein bisschen ein Konzept dahinter. Also ich habe jetzt mal geschaut. Und zwar passen die da so mit rein. Irgendwie so. Also anscheinend gibt es da mehrere Formen, die man zusammensetzen kann. Grundsätzlich zum Set. Ich persönlich finde es heillos überteuert. 22 Euro für 170 Teile, 180 Teile, je nachdem. Mit zwei Figuren und der Katze. Ja, das... Alter Schwede. Fand ich schon teuer. Ist was für ein Fan, ist was für ein Sammler, bin ich ganz ehrlich. So zum Spielen... Glaube ich, gibt es die Sachen einzeln besser als andere Figuren. Sagt die Figuren selber. Sagt mit der Platte dabei. Halten wunderbar die Steine. Schauen wir mal, ob wir einen Fokus bekommen. Die Figuren selber sind tipptopp. Also super bemalt, sind beweglich. Alles. Die Beine. Dort unten dran die Noppen zum Aufbauen. Jetzt, wenn der Fokus bleiben würde, jetzt da. Sagt, der Kopf ist auch bewegbar. Und heiliges Gott. Ja, so. Und man kann ihn auch kippen. Was ich bei dem ein bisschen schade fand, war die Tatsache, dass die Waffen, also dieser Dreizack und das Sägezahn-Krädenschwert gelb ist. Wenn ich mir hier das Ding so auf der Verpackung anschaue, dann wirkt es für mich eher golden.
Aber ja, also da war ich ein bisschen enttäuscht. Und dann gibt es dabei noch, sagt He-Man und Battlecat. Battlecat finde ich total super, also ist auch sehr beweglich. Vorne die Füße, die Beine, alles bewegbar, der Kopf, drehbar. Also die Figur ist astrein. Das Einzige, was mich hier wirklich stört, er hat keine Augen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Cringer oder das Battlecat keine Augen hatte. He-Man passt super drauf. Hoppala. Aber ist jetzt egal. So, der Schwanz. Beweglich. Man muss ein wenig auf Seite stellen, auf die Blätter. Also sonst fällt er ab. Das. Zack, wieder dran. So, auch die Beine hinten dran. Noppen. Vorne hat er keine Noppen, wahrscheinlich zum Aufstellen besser geeignet, ich weiß es nicht, oder wenn er hochsteigt. Das ist für mich auch mehr so ein Set, wo ich mich hinstelle und dann toll finde und ich finde es toll. Die Rüstung kann man super abnehmen. Kann man super abnehmen, jawohl. Da hinten drauf noch zwei Noppen. Kann man was reinstecken, ist auch für die Ding gedacht, wie heißt es, für die Rüstung selber. Dann kann man hinstellen. Aber ich finde, mit Rüstung schau da einfach. Ja, schaut da aus, wie er ausschauen soll, finde ich. Es sind zwei Noppen drin. Wenn man dann den andrückt. Holt. Sagt, mit den Augen fand ich ihn schade, der Rest. Super. Ist auch super stabil, bleibt auch super stehen. He-Man, das ist ein anderer He-Man als in der Castle Grayskull. Der hat den kompletten Metallpanzer, den man auch abnehmen kann irgendwie, aber ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, wie der Kopf runtergeht. Ich möchte es auch nicht ausreißen, dass ich keinen kopflosen He-Man mehr habe. Ringsnei, ertrinkt er. Unten wieder Noppen dran, Beine wieder voll beweglich, Hände, Arme, alles drehbar. Also es ist definitiv eine Actionfigur. Super Figur. Es ist nur dabei die Axt. Was ich wiederum schade finde, dass kein Schwert dabei ist. Weil niemand hat das Schwert. Macht von Grayskull. Es ist auch kein Schild dabei, gar nichts. Ich kann mich an früher erinnern, dass bei den Figuren früher, wenn er die Axt dabei hatte, auch das Schild mit dabei war. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Sonst solide, alles super. Und dann haben wir noch dieses tolle Gefährt. Das ist anscheinend Rotom. Ich bin nicht mehr so drin wie früher. Einfache Konstruktion. Die Scheibe, es fährt, es dreht. Zweiter Reifen dabei, der macht gar nichts. Der ist nur da, dass er gut ausschaut. Die Augen hier vorne sind Drucke. Beim Megakonstrukt wird alles gedruckt. Es gibt keine Aufkleber. Die Konstruktion selber sehr stabil. Also da muss man eigentlich jetzt dran arbeiten. Und es hält hier nur auf zwei Noppen. Also tipptopp soweit. Und Vorsicht. Alle tot. Oh Gott, das wollte ich immer sagen. Und da kommt jetzt der Typ hier rein. Ja, wie genau, weiß ich jetzt nicht. Da steht da auch mehr drin. Steuerknüppel und so weiter. Lenkrad. Konsole. Gibt's gar nichts. Hat er nichts. Braucht er nicht. Der macht das mit den Gedanken. Und teilemäßig gibt es auch noch riesige Unterschiede zu Lego. Also Teile, wo es bei Lego gar nicht weiter gibt. Wenn wir hier drin mal anschauen. Zum Beispiel das hier. Das ist ein Teil. Abgeschrägt. Das Teil hier zum Beispiel erinnert mir so an so einen
Kuhfänger von der Eisenbahn. Auf der einen Seite hoch, auf der oben dann flach. Und das hier, wenn man das genau sieht, sind Plates mit Noppen an der Seite. Also teilemäßig haben die eine komplett andere Auswahl, eine komplett andere Liste. Sind wirklich, ist auch super, und halten einmal frei. Hier haben wir einen Legostein. Ja, sind auch super kompatibel. Sagt also so für einen Sammler, für einen Fan, für jemanden Erwachsenen, der früher die Kindheit bereut, nicht bereut, sondern berührt, sofort zu empfehlen. Wenn er aber wenigstens auf die Figuren steht und das komplette Programm haben will, dann würde ich ihm das Castle Grayskull empfehlen. Wäre jetzt meine Meinung. Das gibt's hier und da wirklich mal im Angebot für 150, 160 Euro bei Amazon, schätze mal Prime Day oder an Black Friday ist jetzt schon nicht runtergesetzt wieder. Sonst kostet es so meistens um die 200, wenn es irgendwo vorhanden ist. Sagt im Vergleich da dazu, wenn es sagt 22 Euro, 170 Teile, gibt es auch noch das coole Gerät. Ist auch von Megakonstrukt, das ist ein Hot Wheels zum selber bauen. Hat gekostet 15 Euro. Sind 120 Teile, ist auch noch teuer, aber prinzipiell finde ich es auch noch cooler. Oder? Ja, der hübsche Traktor hier. Teilezahl weiß ich nicht, ich denke, wird auch so in die 170 Teile gehen, 180 schätzungsweise, kann ich jetzt nicht sagen. Habe ich jetzt mit Rabatt für 15 Euro bekommen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, bin ich der Meinung, dass ich vom Bulldog prinzipiell mehr habe. Man kann auch noch eine komplett andere Richtung gehen. Wenn man schon Bulldog hat, dann braucht man halt einen Bauernhof. Das ist Farm, das ist von Ausini. Und das hat gekostet 8 Euro. Es sind ein paar Schweinchen mit dabei. Ein paar Männchen, eine Kuh, eine Schubkarre. Das Einzige, was ist, die Männchen sind ein bisschen anders, der Oberkörper ist größer und die Köpfe sind viereckig. Aber Grinscher ist schon cool. So. Hi-ho! Fokus. So. Jawohl. Das war's. Vielen Dank und auf Wiedersehen.